Die Post kam gerade. Ich wollte ja eigentlich schon längst live gegangen sein, aber ich hatte gedacht, die Post kommt früher, ist eine andere Postbotin. Die hat einen anderen Zeitplan und von daher, ich bin im Prinzip, naja, minimalistisch fertig gemacht heute, weil ich für den Tutorial Tuesday, an dem ich ja eigentlich arbeite, aber diese Woche ist alles anders. Tutorial Tuesday in der Schminklabor-Gruppe. Da findest du ein kurzes 1-Minuten-Video zum Thema Contouring. Und jetzt teste ich mit euch aber hier das neue Puder. Boah, ich freue mich so. Denkt dran, wenn euch das Video gefällt, einfach auf den Pfeil unten klicken, teilen und euch ein Los für die limitierte, nicht zu kaufende Unique-Wimpernzange sichern, die ich am Ende des Monats, am Ende vom März an eine glückliche Verschicke verschenke. So, wer mehr zum Monatsspecial, wer mehr zu dem brandneuen Puder hier wissen will, und ich kann nicht mit einer Schere umgehen, der schreibt einfach Tör in die Kommentare und ich melde mich mit allen Infos für dich, wie du sparen kannst, wie du es gemeinsam mit mir testen kannst. Upp. Wie wir den passenden Farbton für dich finden. Ich bin jetzt auch mal gespannt, ob ich den passenden Farbton, ich habe mir mehrere bestellt, aber es kam jetzt erstmal nur einer. Wird ja hier fein der Reihe nach verschickt, ne? Hier darf sich keiner vordrängeln. So, gucken wir mal rein. Das ist jetzt eine Nachlieferung. Das ist nur das Puder, weil das auch im Monatsspecial mit drin ist. Packen wir aus. Welche Farbe habe ich jetzt? Es könnte mein Sommerfarbton sein. Es könnte sein, dass ich gleich hier ein bisschen indianermäßig aussehe. Egal. Nee, es müsste mein aktueller Farbton sein. Das ist der Ton, den ich auch heute beim Stick genommen habe. Erstmal, ich liebe schöne Verpackung. Guck mal. Drücken. Drücken. Geht nicht auf. Man muss auch ziehen. Kennt ihr das von Türen, wenn man da steht und drückt und nichts tut sich, weil man ziehen muss? Und es ist eine Glastür und alle gucken einen an. Mm, so jemand bin ich. Und genauso ging es mir gerade beim Puder. Nicht drücken, ziehen. Und dann guck mal bitte. Dann macht es auch schon gute Laune, oder? Also mir auf jeden Fall. Das ist jetzt, sieht sehr hell aus, muss ich sagen. Das ist der Ton, den ich im Stick nehme. Und im Spray. Jetzt bin ich gespannt, ob das auch der Ton ist, den ich im Puder nehmen sollte. Ich gehe mal gerade mit dem Finger rein. Oh, das fühlt sich total weich an. Hier mal auf der Hand. Ich sage ja immer, kein Color-Match an der Hand machen, weil meine Hand sieht natürlich anders aus als mein Gesicht. Aber es lässt sich total gut verblenden. Man merkt das überhaupt nicht auf der Haut. Jetzt kommt mir mal der Schnüffeltest. Riecht nach nichts. Das riecht nach nichts. Boah, sowas liebe ich ja, ne? Wenn das nicht chemisch irgendwie riecht oder so. Also das hat schon mal den Test bestanden. Es fühlt sich weich an. Es riecht nach nichts. Ich merke es gar nicht auf der Haut. Setzt sich auch nicht irgendwie ab in die Poren. Spricht schon mal dafür, dass man sogar, wenn man schnell sein will oder wenn man nur mal eben was abdecken möchte, es ohne Primer drunter tragen kann. Auch super. So, und jetzt muss natürlich erstmal das, was ich drauf habe, runter. Ist ja wohl klar. Und wer war gestern mit dabei, als der Mini mir geholfen hat, die Kiste zu packen? Oh, hier, schön mit Grablern drauf. Da sind die Abschminktücher drin. Die Abschminktücher sind in der Kennenlernbox drin. Und zack, die können wir jetzt hier gut gebrauchen, denn das ist einfach der schnellste Weg, mal eine Hälfte für euch freizuräumen. Und ja, ich bin der sparsame Typ. Ich halbiere auch meine Wattepads. Ich halbiere auch die Abschminktücher. Kennt ihr das, wenn man Angebote am liebsten shoppt, wenn man auch mal halbe Sachen nutzt? Wenn es dir so geht, bei den Abschminktüchern funktioniert das. Und ja, jetzt kommt hier auf einer Seite, und ich mache auch meine Nase, weil die ist immer ja so ein bisschen das Rudolf-Problem. So. Das ist immer genial, oder? Hier. So schön gemacht und das war's. Das war es. Das war's vorbei mit schön. Nein, ich fühle mich auch wohl ohne Schminke, um Gottes Willen. Aber ich mag es einfach mittlerweile so viel lieber mit, weil ich genau weiß, ich tue meine Haut auf was Gutes. Ich pflege sie dabei. Beim Puder zum Beispiel ist jetzt, das finde ich so genial, ich liebe ja Inhaltsstoffe, ist jetzt Shea-Butter mit bei. Da ist Natriumhyaluronat mit bei, also Hyaluronsäure. Das heißt, es ist perfekt für trockene Haut, ja? Shea-Butter, das schmiert man sich doch gern auf den Körper, ja? Das sind essentielle Fettsäuren. Hochwertige pflanzliche Öle. Das heißt also, die Haut wird gleich rückgefettet.
trocknet durch das Puder nicht auf. Hyaluronsäure ist wie ein Schwamm in deinem Körper, der speichert die Feuchtigkeit auch da, also kein Trockenheitsproblem. Weil hier mal alles weg. Und da ist sogar noch Kamille drin. Das heißt also, wenn du Probleme hast mit gereizter Haut, perfekt. Das ist genau das Richtige. Kamillenextrakt. Wer kennt's aus der Apotheke? Kamillentee bei Bauchschmerzen. Yep, das beruhigt. Und es beruhigt nicht nur euren Bauch, sondern es beruhigt auch eure Haut. Genial, oder? So, und jetzt testen wir das mal. Es ist jetzt hier noch ein bisschen schmierig, denn auch die Tücher haben natürlich pflegende Inhaltsstoffe und trocknen die Haut nicht aus. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da das Puder dran hält. So, jetzt muss ich aber dran denken, ne? Nicht drücken, sondern ziehen machen, aber nicht hinten. So, ich bin echt der Typ, ich stehe vor einer Tür und drücke erstmal, obwohl da ziehen steht, ne? Jetzt habt ihr hier ein kleines Schwämmchen. Ihr könnt es auch mit einem Pinsel auftragen. Das werde ich in den nächsten Tagen alles mit euch gemeinsam testen. Jetzt geht es aber nur darum, einmal zu gucken, was kann das Teil jetzt eigentlich? Ist es so gut wie angekündigt oder bleibe ich doch besser bei dem, was ich sonst nutze? Einfach hier mal durchgehen. Wichtig ist, den Schwamm würde ich nicht einmal die Woche waschen wie die Pinsel, sondern täglich. Einfach gleich danach ausspülen. Mit Kernseife zum Beispiel unter heißem Wasser. Da wirklich dann heißes Wasser nehmen, wenn ihr kein Essig nehmt. Ihr müsst die Bakterien abtöten und dann trocknen lassen. Jetzt gucken wir mal. Ich liebe es. Guckt euch das mal an. Das nenne ich mal Deckkraft. Oh, ich habe mir das noch in der hellen Farbe bestellt. Dann kann ich unterm Auge damit ja gleich highlighten, ne? Contouring, Highlighting, das ist gerade das Thema in der Schminklabor-Gruppe heute am Tutorial Tuesday. Komm rein, wenn du ein kurzes Video willst, eine Minute geht's nur. Und guckt euch das mal an. Hier, kleiner Problemfall, Maskenalarm bei mir. Wie genial ist das denn? Leute, und ihr merkt es nicht. Und seht ihr was? Es setzt sich nicht hier an den Augen. Natürlich, ich bin fast 40. Natürlich habe ich da kleine Fältchen. Ich lache gerne. Das ist hier eine ganz klassische Zone. Aber da setzt sich nichts rein. Weil das sich so einfach verblenden lässt. Und mit diesem Schwamm kann man natürlich gut zwischendurch einfach mal drüber gehen, ein bisschen verblenden. Und zack. Fertig! Ey, Leute, also ihr müsst es ausprobieren und die Farbe ist wirklich genau so wie beim Spray, wie beim Stick. Das sind ja so meine Lieblingsfoundations. Das heißt, ihr könnt da wirklich danach gehen und ihr müsst es einfach selber testen. Es geht nicht anders. Ihr müsst es selber ausprobieren. So, jetzt bin ich wieder raus. Wir haben nämlich heute Homeschooling hier. Wenn du mehr zum neuen Puder, zum Monatsspecial dazu wissen willst, wie du auch bei einem ganz neuen Produkt schon was sparen kannst, einfach turn die Kommentare, ich melde mich bei dir. Und wenn dir das Video gefallen hat, teilen drücken und ein Los für die Wimpernzange sichern. Den Schwamm einfach hier wieder reinschieben, nachdem ihr ihn gereinigt habt. Und dann... Ich wünsche euch einen grandiosen Dienstag und manchmal muss man auch einfach nur Spaß haben, oder? Bombastisch. Bis morgen.